Hallo, ich bin der Emil und ich studiere zurzeit im 9. Semester Humanmedizin. Als ich den Test positiv absolviert habe, ging für mich ein großer Traum in Erfüllung. Aber was braucht man eigentlich für Eigenschaften für so ein Humanmedizinstudium? Zum einen braucht man die Freude an den Kontakt mit den Menschen, also die zwischenmenschliche Kompetenz. Aber auch das Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern sollte vorhanden sein. Mir hat es persönlich auch viel gebracht, dass man ein bisschen eine Vorerfahrung mitbringt. Ich war zum Beispiel als Sanitäter tätig. Und jetzt zeigen wir euch kurz, wie es weitergeht. Das Studium hier an der Medizinischen Universität findet in einem sehr modernen Umfeld statt. Wir haben hier die Lern- und Leseräume, wo man konzentriert arbeiten kann. Wir haben den Audimax, einen topmodernen Hörsaal, wo die ersten Vorlesungen stattfinden. Und wir haben die Labore, die für die Praktika reserviert sind. Hier in der Fritz-Pregel-Straße finden auch die Skills-Lab-Kurse statt. Da lernt man ärztliche Gesprächsführung, aber auch Wunden nähen und Wunden versorgen. Das Studium ist in zwei grundlegende Ebenen aufgebaut. Wir haben einmal die Grundlagenfächer und dann die klinischen Fächer. Und das macht auch Sinn, weil bevor man auf die Patienten sozusagen losgelassen wird, sollte man eine gute Basis an Wissen haben. Und ab dem 6. Jahr arbeitet man dann in der Klinik, im klinischen Routinebetrieb. Und da hat man dann sehr, sehr viel Patientenkontakt. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Und einige der Institute, wo wir unsere Grundlagen lernen, sind hier gleich ums Eck. Dort ist zum Beispiel das Anatomische Institut, hinter mir die Humangenetik und die Pharmakologie und links Hygiene und medizinische Mikrobiologie, Public Health und vieles mehr. Und in die Hygiene, da schauen wir jetzt kurz rein. So, und jetzt sind wir im Institut für Hygiene und medizinische Mikrobiologie und neben mir sitzt der Dr. Bosch, der eine Arbeitsgruppe leitet mit Studierenden, die das im Sinne ihrer Diplomarbeit machen. Worum geht es denn in dieser Forschungsarbeit? Wir beschäftigen uns mit Wirtspathogeninteraktionen und da es oft sehr schwierig ist, diese komplexen immunologischen Prozesse sich vorzustellen, arbeiten wir sehr viel mit Mikroskopie und für unsere Covid-19-Forschung oder auch für die Untersuchung von anderen viralen Infektionen verwenden wir ein dreidimensionales Lungenmodell. Und das sieht man jetzt hier auf diesem Bildschirm ganz deutlich. Man kann die unterschiedlichen Strukturen sehr gut erkennen. Hier in grün beispielsweise die Zilien. Und hier haben wir tatsächlich schon infiziertes Gewebe. Und im Pink sehen wir Infektion von diesem Gewebe mit SARS-CoV-2. Momentan haben wir 6 PhD-Studenten im Team und 2 Masterstudentinnen. Okay, also viel zu betreuen. Genau. Vielen Dank. Und jetzt schauen wir rüber auf die andere Straßenseite zur Anatomie. Ein ganz zentraler Teil unseres Studiums ist der Sezierkurs. Hier muss man nicht nur zum ersten Mal richtig viel lernen, sondern auch sein händisches Können unter Beweis stellen. Ich mache jetzt zum 3. Mal den Sezierkurs, aber als Tutor, also als studentischer Mitarbeiter. Und hier hätten wir die Dozentin Bechriegel, meine Sezierkursleiterin. Frau Dozentin, sollen wir heute mit der Beckenteilung weitermachen oder schon den Schädel eröffnen? Ich würde bezüglich der Schädeleröffnung heute ein bisschen geduldig sein. Und heute konzentrieren wir uns voll und ganz auf das Becken, damit die Studierenden da auch den größten Lerneffekt davon haben. Am Anfang hat man noch sehr viel Anatomie, aber dann geht es immer weiter Richtung Patientenkontakt. Und diesen erlernt man in der Universitätsklinik. Und da schauen wir jetzt hin. Die meisten meiner Mitstudierenden haben schon eine konkrete Ahnung, was sie nach dem Studium machen wollen. Aber nach dem Studium ist man nicht gleich Arzt oder Ärztin, sondern dann fängt erst die Facharztausbildung an. Diese kann man zum Beispiel abschließen in den chirurgischen Fächern, in den Fächern der Inneren, aber auch in Spezialfächern wie zum Beispiel Gynäkologie, Neurologie, Psychiatrie. Und was man zum Beispiel in der Fachrichtung Radiologie macht, das schauen wir uns jetzt an. Also kleine und große Prüfungen gibt es ja immer wieder. Das Besondere ist, es gibt bei uns am Ende von jedem Semester interdisziplinäre, also fächerübergreifende Gesamtprüfungen. Die gibt es am Ende von jedem Semester aus dem KPJ, dem letzten Jahr. Denn da wird unser klinisches Tun laufend evaluiert. Das kann man entweder in einem Krankenhaus oder in einer Universitätsklinik wie dieser hier machen. Ja, was hier passiert, liegt für mich noch in weiter Ferne. Aber es ist immer wieder bemerkenswert, reinzuschnuppern in das, was hier alles geschieht. Das Tolle an der Universitätsklinik, es wird sowohl geforscht, als auch Lehre gemacht, als auch Patienten betreut. Herr Professor, was passiert hier eigentlich gerade? Wir haben gerade einen Patienten mit einem Lebertumor, der ist jetzt in Narkose. Und wir haben vor, diesen Tumor mit Radiofrequenzablation zu behandeln. Radiofrequenzablation heißt, dass wir hier Sonden in den Tumor einbringen mit 3D-Navigationssystem. Der Tumor wird auf
60, 70 Grad erhitzt mit diesen Sonden und damit wird der Tumor komplett zerstört. Und wir haben da in Innsbruck eine spezielle Methode, wo wir einfach mit einem Navigationssystem diese Nadeln sehr präzise, sehr genau platzieren können. Das hat riesen Vorteile im Vergleich zu einer, wie gesagt, zu einer offenen Operation oder zu einer konventionellen, zum konventionellen Eingriff rein unter Ultraschall- oder CT-Kontrolle. Ich bin wirklich fasziniert, was hier alles passiert. Und das Schönste ist eigentlich, dass bei uns die Patienten immer im Mittelpunkt stehen oder der Mensch. Von seiner DNA bis zu seinem Krankheitsbild. Und das alles lernen wir hier. Und ich auch. Hallo, ich bin die Anna-Maria. Und ich bin der Raphael. Und wir studieren beide Zahnmedizin an der Medizinischen Universität in Innsbruck. Genau, ich bin im 5. Semester und die Anna im 9. Genau, und wir stehen vor dem Hauptgebäude der Uni und da gehen wir am besten gleich rein. Natürlich braucht es ein naturwissenschaftliches Interesse und eine Portion Hirnschmalz. Das Zahnmedizinstudium wird in einem sehr modernen Umfeld absolviert. Wir befinden uns hier im zentralen Lehr- und Lerngebäude der MedUni Innsbruck. Unter uns befindet sich der modernste Vorlesungssaal Österreichs, der Audimax, sowie viele andere Praktikumsräume und Lehr- und Leseräume, in welche wir unser erlerntes Grundwissen vertiefen können. Ein Großteil unserer Ausbildung für Zahnmedizin absolvieren wir jedoch an der Universitätsklinik. Die Uniklinik ist ein sehr schönes und modernes Campusareal, sogar eines der modernsten in ganz Europa. Und da gehen wir am besten gleich hin. Ja, das machen wir. Befinden uns hier in die Technikräume der Universitätsklinik für Zahnerhalt und Zahnersatz. Hier erlernen wir die ganzen technischen Grundlagen, bevor wir in Kontakt mit Patientinnen und Patienten kommen. Wie man im Hintergrund schon sieht, findet momentan gerade ein Praktikum für 7. Semester statt. Frau Professor, könnten Sie uns erklären, was momentan gerade vor sich geht? Im Augenblick, wie Sie gesagt haben, ist ein Vorbereitungskurs und in diesen Phantomräumen erlernen die Studenten zunächst einmal die wichtigsten Fertigkeiten, die später benötigt werden, aber zusätzlich werden natürlich auch zahntechnische Arbeiten produziert, festsitzend oder abnehmbar, und an diesem Beispiel sehen wir einen Fall, wo der Patient eine abnehmbare Prothese dann bekommen soll. Dadurch, dass ich bereits im 9. Semester studiere, arbeite ich bereits mit Patientinnen und Patienten. Und die werden drüben in die Behandlungsräume behandelt. Und da gehen wir gleich am besten hin zur Frau Professor Kapferer-Seebacher. Wir haben hier ein Panoramaröntgen. Da kann sein, dass man schon eventuell eine kariöse Läsion sieht. Jetzt muss ich gerade bei Ihnen einmal in den Mund reinschauen. Ja, ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Frau Professor, könnten Sie mir mal da kurz drüber schauen, ob man da schon eine kariöse Läsion sieht? Ja, natürlich. Lassen Sie mir mal schauen. Also im Mund sieht man ja noch gar nichts, gell? Mhm, das schaut ja noch ganz sauber und jungfräulich aus. Wenn man jetzt am Röntgenbild schaut, nachher sieht man, dass da schon eine leichte Karies beginnt. Und nachdem Sie den Patienten ja jetzt im nächsten halben Jahr engmaschig begleiten werden, kann er das fluoridieren. Und dann in einem halben Jahr machen wir noch einmal ein Röntgenbild und dann werden wir definitiv entscheiden, ob man eine Füllung machen muss oder ob man so gelassen kann. Okay, ja, super. Und das ist das, was ich nach meinem Abschluss machen werde. Ja, cool, da freue ich mich schon auf die Zahnklinik. Aber ich muss jetzt gehen, weil ich habe die nächste Vorlesung. Ciao, gell? Schönen Tag noch. Hallo, ich bin die Chiara und ich studiere Molekulare Medizin an der Medizinischen Universität in Innsbruck. Gerade jetzt stehen wir vom CCB, dem Zentrum für Chemie und Biomedizin. Und hier sind 9 Institute untergebracht. Das ist quasi das Hauptquartier der Molekularen Medizin und da verbringe ich auch sehr viel Zeit. Das ist quasi mein Zuhause. Österreichweit bietet nur die Medizinische Universität in Innsbruck das Studium der Molekularen Medizin an. Und nirgends anders findet man so einen großen medizinischen Fokus im Studium. Hier wird wirklich Medizin mit Wissenschaft verknüpft und man lernt wirklich von Anfang an, was es heißt zu forschen. Und jetzt zeige ich euch das Innere vom CCB. Kommt mal mit! Derzeit ist nicht so viel los, aber die meisten Studenten sind auch im Labor oder in irgendeiner Vorlesung. Aber ab und zu sind da auch richtig coole biomedizinische Kongresse und wissenschaftliche Veranstaltungen. Wir haben hier einen großen Hörsaal und unzählige Seminarräume und wirklich top ausgestattete Labore. Zudem haben wir auch einen super Lernraum, wo ich echt viel Zeit verbringe. Molekulare Medizin, was ist das jetzt? Es ist, wie der Name schon sagt, ein Querschnitt aus Medizin und den molekularen Lebenswissenschaften, wie zum Beispiel Zellbiologie, Molekularbiologie, Biochemie und vieles mehr.
Wir lernen hier die Humanmedizin und die molekularen Mechanismen, damit wir den Menschen als Ganzes mit all seinen Prozessen verstehen. So, was müsst ihr nun alles für Studie mitbringen? Natürlich ein Interesse an der medizinischen Wissenschaft sowie eine Begeisterung für das Lernen und Verstehen über die kleinen molekularen Prozesse im Körper. Nach dem Studium kommt vielleicht ein aufbauender Master oder zusätzlich dann noch der PhD. Ihr seid danach dazu imstande, für seltene Erkrankungen Therapiekonzepte zu entwickeln oder aber auch jenen Defekt im Körper zu finden, der diese Erkrankung verursacht. Mein Berufsziel liegt auch in der Forschung. Da braucht es an analytischem Denken viel Motivation, Neugierde und Freude an der Labortätigkeit. Alles Dinge, die ihr auch mitbringen solltet. Jetzt gerade stehen wir im Labor im Institut für Zellbiologie bei Herrn Professor Lukas Huber. Hier sind wir ganz nah dran. Hier passiert Forschung. Die Chiara ist da. Willkommen in unserem Forschungslabor. Vielen Dank. Ich wollte Sie fragen, was gerade aktuell bei Ihnen im Labor passiert. Ja, wir arbeiten hier, um die Moleküle zu verstehen, die Proteine, die Eiweißkörper, die Krankheiten ausmachen, wenn ihre Funktionen ausfallen. Und um die analysieren zu können, verwenden wir so gewisse Methoden, wie diese hier, wo wir die auf Gelen auftrennen und uns dann anschauen können. Und jeder dieser schwarzen Linien hier ist ein eigener Eiweißkörper, der in dieser Erkrankung eine Rolle spielt, mit der wir arbeiten. Und wenn wir das Gesamtbild dann verstanden haben, dann können wir es auch publizieren, wie man hier hinten sieht, in berühmten, renommierten wissenschaftlichen Zeitungen, wo dann unsere Studenten auch Autoren sind. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Chiara. Hier wird nicht nur geforscht, sondern auch gelehrt. Und das Tolle bei uns ist, dass wir das, was wir in der Vorlesung lernen, auch praktisch in der Laborübung umsetzen können. Außerdem haben wir hier eine Top-Lernatmosphäre, weil wir relativ wenig Studierende sind. Grüß Gott, Herr Professor Haas, was ist denn Ihr Spezialgebiet? Wir beschäftigen uns mit Schimmelpilzen, die in Patienten mit gestörtem Immunsystem lebensbedrohliche Infektionen verursachen. Und das langfristige Ziel unserer Forschung ist die Verbesserung von Diagnose und Therapie dieser Pilzinfektionen. Ein Ansatz dazu ist, Gene zu identifizieren, die für das Wachstum auf Blutplatten notwendig sind. Hier sieht man einen klassischen Pilz, wie er in der Umwelt vorkommt. Der kann auf Standardmedien wachsen, als auch auf Blut. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick erhalten und habt gesehen, wie toll es ist, dort zu studieren. Aber jetzt muss ich weiter lernen, weil die nächste Prüfung steht schon am Plan.